Der Yukon im Herbst. Nur ein Ziel hat unsere Reise. Nach Norden und immer weiter nach Norden. Der nördlichste befahrbare Abschnitt dahin ist der 738 Kilometer lange Dempster Highway. Eine Schotterpiste, die unweit von Dawson City beginnt und über die Grenze des Yukon hinaus in die kanadischen Nordwestterritorien führt, wo er ohne das Nordpolarmeer direkt zu erreichen in Inuvik endet. Schließlich an mich, Albert. Ich nehme an, dass du das bist. Hallo, Bill. Was hat dich hergebracht? Zu viele Menschen im Süden. Na, ja, so wird es jetzt. Überall. Ja. Diese Gegend wird davon nicht ausgenommen bleiben. Hat sich vieles geändert, seit du fort warst. Wir haben hier vor 7 Jahren eine Stadt hingestellt. Nur ein paar Stunden von hier, bei gutem Wetter. Da gibt's einen Mountie-Außenposten und Radios. Und so gut wie regelmäßig Zeitungen aus Toronto. Hat sich vieles verändert. Da ist auch ein Mountie namens Edgar Mill, der will dich unbedingt fassen. Ich schätze, er wird mit einer ganzen Truppe kommen. Aber das ist wirklich der Letzte auf der Welt, von dem ich gejagt werden möchte. Die wollen dich umlegen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Der mysteriöse Bill, Hollywoods dramaturgischer Geniestreich, welcher es nun erlaubt, einige der ungeklärten Fragen einem zwielichtigen Unbekannten zuzuschreiben. Und dazu gehört die Schauergeschichte vom Trappermörder. Vielleicht sollte ich Mr. Johnson etwas über deine hübschen, blanken Goldzähne erzählen. Ich werde sie mal flüstern. Nein, Dick, tu's nicht. Du Arschloch. In Johnsons Habe wurden unter anderem Goldzähne und viel Geld gefunden. Dies ließ Gerüchte aufkommen, denen zufolge Johnson andere Trapper ermordet haben sollte, deren Goldzähne wegen. Es war eine Legende, die durch nichts Konkretes erhärtet werden konnte. Aber Hollywood nutzte diese Mutmaßung geschickt und mit der Erschaffung der Figur des verschlagenen Bill, um die Filmstory mit etwas Grusel zu befeuern. Ich hab erst gedacht, du bist der Trapperkiller. Ja. Du solltest dich lieber nicht so an Männer reinschleichen, Bill. Ja. Du hast ja viel Gold im Haus, Ernst. Und Gold kostet $35 die Unze.
nicht ganz richtig, zu sagen, wir hätten keine Nordlichter gesehen, aber die doch recht schwachen Leuchterscheinungen über den Ogilvy Mountains im Norden waren uns bereits keiner gesteigerten Aufregung mehr würdig. So fahren wir am nächsten Morgen weiter in Richtung Norden und passieren eine Hochebene zwischen den Tombstone und den Ogilvy Mountains. An einem Turnout berichtete uns der Fahrer eines Pickup-Campers, er habe auf dem Rückweg gleich zweimal einen Platten gehabt. Zudem habe er am Engineer Creek einen kapitalen Grizzly gesehen. Am Engineer Creek gibt es einen gleichnamigen Campground. Der liegt direkt am rauschenden Wildwasser, kurz bevor der Engineer Creek in den Ogilvy River mündet, direkt am Fuße des Sapper Hill, einer eigentümlichen Felsformation, die an den Rücken eines gigantischen Dinosaurier erinnert. Den Grizzly bekommen wir leider nicht zu Gesicht. Der Dempster folgt nun dem Ogilvy River nordwärts, wo wir bei einer Rast zumindest einen weiteren Elch beobachten können. Das Relief der Landschaft wird gediegener. Die schroffen Berge bleiben am südlichen Horizont zurück. Ein weites Tal öffnet sich, wo sich im Osten Ogilvy und Blackstone River zum Peel River vereinen. Ein Platz zum Verweilen und Staunen. Grandiose Weite und endlose Wildnis wird hier überdeutlich und die fragile Lebensader der Zivilisation, der Dempster Highway, wirkt hier wie ein verlorener Seitenfaden. Landschaftliche Erhabenheit und Weite versucht auch Hollywood zu vermitteln. Doch kein einziger der Drehorte befand sich im Yukon und schon gar nicht im Gebiet des Originalschauplatzes. Gedreht wurde vielmehr in Canmore, am östlichen Rand des Banff Nationalparks, sowie in Drumheller, östlich von Calgary. Diese Orte befinden sich zumindest in Kanada, Alberta, aber ein Teil der Drehs fand sogar in New Mexico, in Albuquerque und in den Sandia Mountains statt. Umgeben von nichts als Wildnis schaffen wir es dennoch, die Annehmlichkeiten der Zivilisation auf einer Länge von 19 Fuß mit uns zu führen und nach Belieben und Laune zu genießen. Albert Johnson und seine Verfolger hatten solche Annehmlichkeiten noch nicht mal im Traum. Der Ort des Showdowns, wo die legendäre Menschenjagd endete, liegt noch 60 Kilometer entfernt. Wir sehen von Zeit zu Zeit, wenn uns wieder mal ein Truck entgegenkommt, dass dieser Highway kein Selbstzweck ist. Sogar eine Förderanlage taucht in unserem Blickfeld auf, aber die Qualität der Fahrbahn könnte übler nicht sein.
Auf dem Rückweg werden wir unvermeidlich wieder hier vorbeikommen. Daher werden wir das Ende der Jagd auf Johnson später beleuchten. Aber was ist Eagle Plains heute? So berühmt wie Eagle Plains im Yukon ist und so groß wie seine Bedeutung für den Dempster Highway auch sein mag, es ist doch nur ein riesiger Schotterplatz, umgeben von ein paar Baracken und Wellblechhallen. Das wichtigste Gebäude außer der Tankstelle ist der Truckstop mit Schnellrestaurant und Motel. Auf die Frage, wo hier der Ortskern sei, antwortete die Serviererin mit Blick auf den Gastraum: "This is the village." Nachdem uns Eagle Plains gab, was wir brauchten, Benzin und Wasser, rollen wir weiter nach Norden. Das Wetter wird unfreundlicher. Die Straße leistet sich eine Brücke über den Eagle River, das letzte Bauwerk bis zum Polarkreis, entlang des Schotterdamms, der sich Dempster Highway nennt. Jetzt am Polarkreis, und zwar an der Stelle, wo der Dempster Highway den Polarkreis überquert. Der Dempster Highway ist die einzige Straße des kanadischen Fernstraßennetzes, die den Polarkreis überquert. Im Norden und im Osten sieht man die Gipfel der Richardson Mountains. Dahinter folgt nur noch die weite Ebene des Mackenzie-Deltas. Unser Tag geht zu Ende und wir peilen einen Stellplatz für die Nacht an. Zwischen Polarkreis und der Grenze zu den Nordwestterritorien finden wir den Rock River Campground. Er ist zwar geschlossen, aber nicht abgesperrt. So verbringen wir die Nacht auf diesem verwaisten Platz im etwas gruseligen Tannengrund am murmelnden Rock River. Die Nomaden der Landstraße sind auch auf dem Dempster Highway präsent. Diesen Truck werden wir wiedersehen, spätestens an der Fähre über den Peel River, denn diese verkehrt zurzeit nicht, wegen Hochwasser, wie man uns in Eagle Plains sagte.
Wir erreichen die Grenze zu den Nordwest-Territorien. Hier am Wright Pass über die Richardson Mountains endet der Yukon. Ein unwirtlicher, aber beeindruckender Ort. Der Pass liegt auf 950 Meter Höhe, scheinbar nicht sehr hoch. Aber in diesen arktischen Gefilden ist es weit über der Baumgrenze. Auch die Strauchtundra gibt es hier nicht mehr. Nur Gräser und Flechten widerstehen den Winden, die auch in der kurzen schneefreien Zeit stetig über die Richardson Mountain fegen. Ab hier beginnt das heutige Siedlungsgebiet der Tiltwiquidgin, eines Stammes der Quidgin First Nation, welcher bis nach Alaska verbreitet ist. Die Straßenarbeiter am Dempster Highway sind ebenfalls Quidgin. Auch Albert Johnson muss irgendwo hier die Berge überquert haben. Denn zwischen den Flusssystemen des Mackenzie und des Eagle River liegen die Richardson Mountains. Im tiefen arktischen Winter dürfte dies härtester Überlebenskampf gewesen sein. Johnson da vor uns. Er läuft mit den Karibus, um uns abzulenken. Seine Schritte werden kürzer. Er scheint müde zu werden. In der Tat ist auch der echte Albert Johnson mit einer Karibu-Herde gelaufen. Weniger um abzulenken, sondern eher um im niedergetrampelten Schnee besser voranzukommen. Solche und weitere Trapper-Tricks machten es überhaupt möglich, zu Fuß in wenigen Tagen 150 Meilen, also 240 Kilometer, durch die Wildnis bis Eagle Plains zu kommen. Doch nun haben wir die Richardson Mountains hinter uns gelassen und fahren wieder durch boreale Taiga. Vor einer letzten Anhöhe vor der Ebene des Mackenzie-Deltas sehen wir den Peel River und sogar vor McPherson und den bis zum Horizont reichenden Nadelwald. An der Peel River Fähre sind wir vorerst gestrandet und reihen uns in die Schlange der wartenden Fahrzeuge ein. Was folgt, ist Warten oder positiv betrachtet Entschleunigung, die wir nutzen, um die Biber am Highway zu beobachten und die Raben oder um mit den Truckern zu plaudern. In der Nacht nahmen wir uns die Zeit, den sternklaren Himmel zu beobachten, und die Belohnung in Form von tanzenden Nordlichtern blieb nicht aus. Gestern, am 20. September, haben wir am Morgen den Polarkreis überschritten und am Nachmittag dann die Grenze zu den Nordwest-Territorien. Jetzt befinden wir uns
vor der Fähre des Peel River und sitzen hier schon seit mehr als 24 Stunden fest. Denn die Fähre geht nicht wegen des Hochwassers am Peel River. Hier hat sich schon eine ziemliche Schlange an Trucks angesammelt. Nun gut, für 24 Stunden ist das wenig, aber an diesen Trucks hängt die Versorgung mehrerer Orte hinter diesem Fluss und hinter dem Mackenzie River. Das erste ist vor McPherson und das nächste am Ende des Dempster Highway ist Inuvik. Während die Schlange wartender Trucks langsam aber stetig wächst, ist die Fähre ans westliche Ufer gekommen. Wegen der überschwemmten Flachzone am Ufer reicht ihre Rampe nicht bis an trockenen Grund. Doch die Gwich'in haben sich eine besondere Methode zum Ein- und Ausbooten ausgedacht und bringen ihre Familien auf die Fähre, die nun zumindest als Personenfähre wieder in Betrieb geht. Aber auch Fischerboote dienen vorübergehend dem Personentransport. Wer aber mitsamt seines Fahrzeuges hinüber will, muss weiter warten, so wie wir. Die Schlange an der Fähre wird immer länger. Die Hoffnung steigt, dass es doch bald mal losgehen kann. Diese Hoffnung erfüllt sich indes nicht. Auch diese Nacht werden wir noch in der Warteschlange verbringen, während die Fähre weiter im Modus einer Personenfähre arbeitet und die Gwich'in ihre Leute auf den Ladeflächen ihrer Pickups an die Rampe der Fähre buxieren. Am nächsten Morgen kommt Unruhe auf unter den Wartenden. Ein Bautrupp hat mittels einiger LKW-Ladungen Schotter einen Fahrweg bis an die Ramp-Tows der Fähre aufgeschüttet. Ein Trucker eilt zu uns herbei und ruft, leichte Fahrzeuge können nun auf die Fähre fahren. Ich sage, schön für die leichten Fahrzeuge, aber für unser Wohnmobil auf Basis des Ford E350 trifft das doch sicher nicht zu. Seine Antwort, doch, doch, ihr könnt rauffahren. Zweimal lassen wir uns das nicht sagen und rollen vorbei an den wartenden Trucks auf die Fähre. Und zwei Nächte standen wir hier und haben auf die Fähre gewartet. Jetzt ist der Flusspegel etwas gefallen und außerdem hat man hier noch etwas die Rampen angehäuft. Wir sind sozusagen die Versuchskaninchen. Die Trucks stehen alle noch oben und die kleineren Fahrzeuge werden erstmal rübergebracht. Okay, wer soll als erster fahren?
erst, wenn der Ohr winkt. Rückstock. Ja, aha. Das ist ein Einheimischer, ne? Diesseits des Peel River befinden wir uns zwischen zwei mächtigen arktischen Flüssen, kurz vor ihrem Zusammenfluss. Vielleicht 30 Kilometer Luftlinie von hier vereinen sich Peel River und der mächtige Mackenzie, um sich in einem Gewirr von Flussarmen wieder zu verästeln. Dieses Mackenzie-Delta ist über 200 Kilometer lang und mündet in die arktische Beaufortsee. Wir sind nun etwas in Sorge um unseren Zeitplan. Unser einziges Trachten ist daher, zügig das Nordpolarmeer zu erreichen. Daher lassen wir vor McPherson links liegen. Vielleicht besuchen wir es auf dem Rückweg. Erwähnt sei aber, dass man der Blockhütte von Albert Johnson nirgendwo am Dempster näher kommt als in Fort McPherson, von wo aus es ca. 20 Kilometer Luftlinie sind bis zu der Stelle, wo er seine Flucht begann. Nach ca. 70 Kilometern erreichen wir den Mackenzie River. An der Mündung des Arctic Red Rivers in den Riesenstrom befindet sich die Gwich'in-Siedlung Tsi'igich'chik und die nächste und letzte Fähre unserer Fahrt. Vor uns liegen nun 120 eintönige Kilometer durch flache Waldtundra bis Inuvik. Zweimal rasten wir unterwegs. Beim zweiten Halt, kurz vor Inuvik, hat man von einem Felsplateau aus eine grandiose Sicht über den Campbell Lake. Eine Gruppe junger Natives, die auch hier hält, erzählt uns, sie seien auf dem Weg nach Süden zur Karibu-Jagd in den Richardson Mountains. Es ist kaum zu glauben, aber kurz vor Inuvik ist die Straße wieder asphaltiert. Ein seltsames Gefühl nach Tagen auf der Schotterpiste. Doch bevor wir in die Stadt fahren, um das Ende des Dempsters zu erreichen, biegen wir zum Inuvik Airport ab, um etwas Wichtiges in die Wege zu leiten. Einen Charterflug nach Tuktoyaktuk. Der Airport ist wirklich provinziell und sehr verwaist. Der einzige Mann hinter einem der Tresen kann uns aber tatsächlich helfen. Für 750 kanadische Dollar verabreden wir einen Flug nach Tuk,
am nächsten Morgen um 10 Uhr mit der Nord Right Air. Gebongt und nun geht es nach Inuvik hinein. Wir haben das Ende des Dempster Highway erreicht und die Stadtgrenze zu Inuvik. Soll ich noch was sagen? In Inuvik gibt es einiges, was wir erledigen wollen. Dazu zählt tanken, Souvenire finden, ein Stadtbummel und die Post. Und natürlich wollen wir auch die berühmte Iglo-Kirche besuchen. Die katholische Kirche Our Lady of Victory, die das Wahrzeichen der Stadt ist. Das Stadtbild ist untypisch für Kanada. Die Häuser, viele von ihnen Mehrfamilienhäuser, wirken skandinavisch. Unser Ansinnen, per Post einige Ansichtskarten zu verschicken, schlägt fehl, da heute Samstag ist. Und, welch ein Wunder, am Ende landen wir in der kleinen Shopping Mall der Stadt. Nach allen Erledigungen und dem Gefühl, wieder aus der Stadt raus zu müssen, ist der Tag auch schon fast vorbei und wir fahren wieder auf den Dempster hinaus, zum Gwich'in Campground am Campbell Lake. Da der Airport auch im Süden der Stadt liegt, ist dies eine gute Startposition für unseren morgigen Flug. Eine schöne Abendstimmung liegt über dem Campbell Lake und ein Gefühl friedlicher Ruhe mischt sich mit der Vorfreude auf den morgigen Flug ans Nordpolarmeer. Einzig die Nordlichter bleiben in dieser Nacht aus, aber auch denen werden wir auf dieser Reise nochmal begegnen. Also versuchen wir, trotz einiger innerer Aufregung, am Lagerfeuer zur Ruhe zu kommen, um morgen für unsere Spritztour nach Tuktoyaktuk durch die arktischen Lüfte fit zu sein. Doch darüber berichten wir im nächsten Teil dieser Doku.